Michael Ballweg, Organisator von Querdenken 711, hat verkündet, dass er sich nach den beiden großen Demonstrationen in Berlin wieder auf seine Heimatstadt Stuttgart konzentrieren möchte. Wir, die wir uns ihm angeschlossen haben, müssen ihm und all seinen Mitarbeitern großen Dank und Respekt zollen. Hunderttausende weltweit öffentlichkeitswirksam auf die Straße zu bringen, hat bisher keiner geschafft. Viele bekannte Menschen zu bewegen, sich mutig zu äußern, ist ebenfalls anerkennenswert. Danke, Michael, und viel Glück für dein weiteres Engagement. An all die Kritiker aus unseren Reihen, also jenen, die Menschen aufklären wollen, hier einige Worte. Es gab viele Kommentare, dass Querdenken eventuell vom System kommt. Kritik, dass Ballweg sich nicht hinter die Ziele des einen oder anderen von uns gestellt hat, dass er sich an das Grundgesetz gehalten hat und vieles mehr. Punkt 1. Die Agenda von Querdenken war von Anfang an, die irrwitzigen Maßnahmen wegen einer nicht vorhandenen Pandemie anzuprangern und deren Aufhebung zu fordern. Von einem Systemwechsel war nie die Rede, das haben sich viele von uns gewünscht und deswegen sicher auch in diese Bewegung hineininterpretiert. Zweitens, liebe Mitstreiter, ihr fordert doch auch von anderen Hinterfragen und Mitdenken. Also, wer könnte wohl ein Interesse daran haben, eine Bewegung mit großer Außenwirkung zu diskreditieren? Genau. Leicht zu erkennen, wenn man nachdenkt, das System selbst. Ballweg sprach von einem Erfolg der Demos, unter anderem, weil Jens Spahn in den Tagen danach leise, ganz leise Ansätze von Selbstkritik der Herrschenden anklingen ließ. Wir reden von Erfolg, weil die Welt sah, wie menschenunwürdig sich dieses System während dieser 3 Wochen gezeigt hat. Wir reden von Erfolg, weil es dem System ausschließlich darum ging, seine Macht zu demonstrieren. Wir reden von Erfolg, weil wir den Eindruck haben, dass Ballweg, seine Anwälte und viele tausend Demonstranten gesehen haben, dass da grundsätzlich etwas schiefläuft. Etwas, das über unsinnige Maßnahmen zur Bekämpfung eines grippeähnlichen Viruses hinausgeht, dass man, wenn man das System nachdrücklich hinterfragt, schnell an Grenzen stößt. Grenzen, die mit Demokratie nichts, aber auch absolut nichts zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen hoch, die Glocke nicht vergessen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.